Oh, dieses Mal geht es um den Stop-Loss-Manager. Ich habe diesbezüglich schon mehrere Videos gemacht, unter anderem dieses und noch weitere zwei, drei. Wir schauen uns jetzt da an. Vergangenen Freitag habe ich den massivst eingesetzt. Unter anderem zeige ich da euch einmal einige Bilder, wie auch die Einstellungen. Hier nach drei Punkten bereits, hier geht es um die NASDAQ, die gehandelt worden ist. Nach drei Punkten wurde der Stop-Loss auf plus minus null gesetzt, also so dass kein Verlust mehr entstehen kann. Nach vier Punkten wurde der Stop auf einen Punkt ins Plus angehoben. Und nach 15 Punkten begann der nachlaufende, also Trailing Stop im Fachjargon, hinten nachzulaufen. Der Notstop, der wurde relativ weit gewählt, 40 Punkte, Take Profit 200 Punkte. Da kann man das jetzt so schon sehen. Alles auf Discord zum Nachlesen. Immer wieder, wenn es gepasst hat, habe ich da live ganz einfach Bilder reingestellt. Zum Beispiel hier, Position wurde eingegangen. Na, hier wurde die Position eingegangen, danach, nachdem wir diese Linie getroffen haben. Da habe ich relativ spät reagiert. Danach, die Position begann dann hier schon zum Nachlaufen. Hier dann noch der Trailing Stop aktiviert, da ist es ein bisschen höher gegangen. Jedenfalls kann man hier das dann auch sehen, immer wieder an bestimmten Linien spielt sich da das Spielchen, reingehen, sofort den Stop-Loss, dann ist das auch ein bisschen höher gegangen und danach wurde das ausgestoppt. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe hier sehr oft ganz einfach die Position mittendrin verkauft, nach 12, 13, 14 Punkten, hin und wieder auch sogar, das sind dann auch Mikropositionen gewesen, wo ich nach auch 10, 20 Punkten, wobei das hier dann noch 0,003er Positionen gewesen sind oder 0,005er Positionen, also nach 20 Punkten dann noch verkauft worden sind, sodass dann diese 5,5 Dollar rauskommen sind. Hier dann habe ich ein bisschen mehrere Positionen gehabt, da kann man das dann auch sehen. Da geht es auf die Long-Seite da unten gekauft, dann hat das Ding schon alle wurden dann auch nacheinander die Stop-Loss hinten nachgezogen, die sind dann auch so zusammengeschoben, dass man da eigentlich, das ist nur eine Trendlinie gewesen. Das heißt, alle Stop-Loss sind dann auch hier bereits, weil wenn 15 Punkte ist, ja, bedeutet das, dass alle Positionen bereits im Plus sind, so weit im Plus sind, dass sie gemeinsam 15 Punkte hinten nachlaufen. Nachher nur noch eine Marke hier zu finden ist und hier die Querlinie. Ja, wenn man sie anschaut, da dieser Tag, dieser Freitag, da hier auch sehr viele kleine Positionen, 0,001er, trotzdem in Summe gesehen, dann noch also einiges da rumkommen. Warum zeige ich euch das? Ganz einfach, um hier, wie gesagt, ein System mit sehr, sehr, sehr kleinen Positionen, die abgesichert sind durch diesen Notstopp, an bestimmten Unterstützungen aktiv zu sein, dort zu kaufen, dass es wieder in die andere Richtung gegangen, also dass das Ding dann noch rumgelaufen und dann auch an diesen Widerstand habe ich dann nachher da reagiert. Na, das ist das eine, da dasselbe noch einmal und. Okay, gut. Wie gesagt, auf Discord kann man das Ganze finden. Den Link, den stelle ich euch, oder na, brauche ich gar nicht reinstellen. Wer auf Discord oben ist, ganz einfach hier dann noch reingehen. Da zurückgehen. Das ist im geschlossenen Bereich. Im Allgemeinen ist das Ganze dann noch zu finden. Ich werde trotzdem den Link reingeben, sodass ihr das dann eigentlich direkt aufrufen könnt. Da sehen wir das da im Premium-Dienst, im Allgemeinen ist es dann noch drinnen gewesen.